Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder sehr, die Julia hier digital neben mir sitzen zu haben. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen. Hallo liebe Silke, danke, dass ich wieder da sein kann. Und Julia, mit dir habe ich ja auch schon einige Videos gemacht. Es ging vor allem auch so um Bildungsfreiheit. Du bist ja auch eine ehemalige Grundschullehrerin, die sagt, ich gehe nicht mehr aus wegen gewissen Gründen in den Schuldienst zurück. Da haben wir auch ein Video gemacht, das werde ich oben in den Infokarten verlinken. Julia, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, den hast du jetzt auch umgenannt. Händchen in Hand heißt das jetzt. Das Thema ist für dich auch Bildungsfreiheit. Das ist so ein großes Thema von dir. Und Genau. wir kennen uns ja jetzt schon ein Jahr. Letztes Jahr im September habe ich dich im Internet gefunden. Und wir haben uns ja mittlerweile auch zweimal persönlich getroffen. War auch sehr schön, haben wir festgestellt, so dieses Gefühl, was wir hatten, als beim Austausch, dass wir uns gut verstehen, das hat sich auch im echten Leben bewahrheitet. War sehr Ja. schön, dass wir uns auch mal privat, also wirklich privat getroffen haben. Und ich kann mich erinnern, damals, ich bin auf deine Webseite gekommen, da ist mir so eine Zeile in ganz sehr so in meinen Fokus gerückt, und zwar gesunde Kinder in ungesunden Zeiten. Das hat mich so nachhaltig, hat mich das doch nochmal sehr, hat sich so für mich so eingeprägt, und heute machen wir endlich mal ein Video dazu. Das hatte ich mir schon lange gewünscht. Heute haben wir es endlich mal geschafft. Wir wollen ein Video dazu machen. Gesunde Kinder in ungesunden Zeiten oder gesunde Kinder in einer kranken Welt. Ja, dass wir das erstmal aufzeigen. Wo krankt es denn hier in dieser Welt? Und ich würde gleich mal an dich abgeben, liebe Julia, dass du mal mit dieser Thematik einsteigst, was dir dazu vor allem auf dem Herzen liegt. Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich gefunden hast. Das fand ich total toll, dass auf einmal eine E-Mail von Silke Leopold in meinem Postfach war. Genau, also gesunde Kinder in ungesunden Zeiten. Ja, ist mir halt so eingefallen, als ich gemerkt habe, oh, also ich habe jetzt ein kleines Mäuschen und irgendwie merke ich, dass so Bedrängungen von allen Seiten kommen und dass man halt überall schauen muss, alles nochmal nachlesen muss und dass man halt einfach nichts für bare Münze nehmen kann erstmal, ja. Und ja, da habe ich dann auch auf meiner Homepage so ein bisschen dazu geschrieben. Ich kann es ja mal so grob zusammenfassen. Also für mich ist halt Gesundheit so, hat mit dem Körper zu tun natürlich, mit der Ernährung, aber auch mit dem Geist, also was mit was umgibt sich das Kind oder was stelle ich meinem Kind zur Verfügung oder welchen Input bekommt mein Kind? Und auch seelische Aspekte natürlich. Und ja, also es ist ja einfach so im Moment diese Tendenz, dass wir als Menschen generell, und natürlich trifft es die Kinder immer besonders hart, immer mehr uns entfremden von unserer eigentlichen Natur, dass wir, also wir haben Kunststoffsohlen meistens unter unseren Füßen und wir haben denaturiertes Essen eigentlich, ja, also zum großen Teil, was auf den Supermarktregalen steht. Wir haben ja eine sehr gut ausgebaute schulmedizinische Vorsorge, ja, wie will man sagen, Industrie mittlerweile und auch ein sehr gut ausgebautes Therapiewesen, was aber meiner Meinung nach auch manchmal einfach zu sehr eingreift in alles und auch überhaupt die ganze, was ja mein Thema so ist, die Bildungsfreiheit, also diese ganze Betreuungslandschaft wird hier immer weiter ausgebaut. Die Zeiten in Fremdbetreuung werden immer, immer höher, also immer größer. Und die Kinder haben ja mittlerweile schon ein Recht auf Ganztagsbetreuung mittlerweile. Und ja, das sind einfach alles Dinge, von denen wir noch gar nicht abschätzen können, was das am Ende mit unseren Kindern macht. Und da bin ich halt einfach dadurch, dass ich dann Mutti geworden bin, nochmal viel mehr aufmerksam geworden und ja, hat sich mein Horizont nochmal erweitert und deswegen die Homepage und deshalb auch der YouTube-Kanal. Ja, bei mir war es ja ähnlich, ne? Geburt meines ersten Sohnes und auf einmal begann das Umdenken, auch mit gewissen Vorsorgeuntersuchungen, was damit einhergeht. Da habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und erstmal mein Veto da eingelegt und mich dann auch mit Ernährung beschäftigt. Oder tatsächlich in der Schwangerschaft bin ich zur Biokost gekommen. Habe mich dann erstmal, ich habe ja vorher lange vegetarisch und vegan gelebt, auch schon mit Rohkosternährung experimentiert. Aber da war dann der Fokus auf einmal, ja, wie werden unsere Nahrungsmittel angebaut? Was ist das genau? Und was will ich meinem Körper zuführen? Gerade wenn jetzt ein Kind in mir wächst, was will ich dann dem Kind geben? Das ist dann so sehr in mir aufgeploppt. Ich habe dann auch
im ersten Wochenbett bei meinem ersten Sohn, da gibt es noch diese, ich glaube, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Titel zusammenbekomme, Glückliche Kindheit. Das ist eine, die in Südamerika, glaube ich, war. Und da auch, da ging es auch Ach, darum, auf der Suche nach dem verlorenen ja, Glück. so, genau, so war das. So Das war wollte ich das. auch noch mit hinlegen, habe ich aber Genau. jetzt nicht gefunden. Und das hat mich schon sehr fasziniert, dieses Tragen, dieses bedürfnisorientierte Begleiten ist da, war das so der erste Moment, wo das, ja, da bin ich in Berührung damit gekommen, mit dem bedürfnisorientierten Begleiten, genau zu schauen, wo sind die Bedürfnisse des Kindes. Das ist aber, dass man sich nicht, wie manche auch sagen, ja, du lässt dich vom Kind tyrannisieren, sondern dass es im Fluss ist, ja, dass man das auch nicht, oh, das nervt es wieder und oh, das ist aber so anstrengend, sondern dass man sich voll darauf einlässt als Mama auf das Kind, dass man so eine Einheit wird, ja. Und das war für mich damals auch Augen öffnen. Dann ging es natürlich, oh, was trägt mein Kind, mit was spielt mein Kind? Dann habe ich geschaut, ne, wo kriegt man denn gerade dieses neugeborene Wesen, will man ja nicht gleich mit Giftstoffen, dass es damit gleich in Berührung kommt, gerade auf der Haut. Ne? Die Babyhaut ist auch so sensibel, so empfindlich. Dann habe ich auch viel in Secondhand geschaut einfach. Gerade das bietet sich ja gerade bei so Neugeborenen oder ganz kleinen Kindern an. Die wachsen so schnell raus. Da hat man wirklich auch eine Fülle an Kleidung. Es muss nicht neu sein. Und wenn ich mal was neu gekauft habe, habe ich einfach auch geschaut, dass ich es in meinem Öko-Handel kaufe, mir etwas bestelle. So, und das war mir damals schon wichtig. Ne? Und dann auch geguckt, oh, mit was bade ich denn jetzt mein Kind? Oder wenn, als es dann mal soweit war, die Haare zu waschen, die Zähne zu putzen, was nehme ich denn da jetzt? Also ich kann ja nicht mehr das nehmen, was ich früher genommen habe. Und dann so Stück für Stück merkt man einfach, dass man eine gewisse Verantwortung geben muss oder wirklich auch mal nachfragen muss, wirklich mal tiefer reinschauen muss, um seine Kinder gesund zu halten. Es ist ja nicht nur die Ernährung, da komme ich dann gleich noch dazu, sondern auch, was von außen auf die Haut kommt. Die Haut nimmt ja auch Stoffe auf. Oder wenn, mit was Ja. putzen sich die Kinder die Zähne? Da gibt es so bunte Zahnpasta, ganz bunt und die schmecken nach Ananas, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Ich habe nie so eine Zahnpasta gekauft. Da gibt es ja mittlerweile bestimmt verschiedenste Zahnpasten für die Kinder, die auch sehr optisch ansprechend sind. Aber viele Eltern fragen dann, was ist denn da drin? Ist es überhaupt verträglich? Ja, was, wie viel Genau. Industriechemie ist da drin? Oder es gibt doch tolle bunte Duschgels und dann gibt es dies und das und Ja, was ich mal sagen wollte an der Stelle, ne, also zum Beispiel sind ja auch Lokalanästhetika in den Haarshampoos drin, ne? Das okay. weiß überhaupt keiner, ne? Okay. Also damit das nicht so zieht, also nee, damit es nicht so in den Augen brennt, deswegen. Gegen das Ziehen gibt es ja dann wieder Spülung. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel Eltern, die ihren Kindern nur mit Wasser die Haare waschen. Ja, Ja, habe ich zum also Beispiel, habe ich machen jahrelang wir gemacht. auch. Also, ja, also genau. Und irgendwann Und wollte da halt einfach zu gucken, ne, wo ist da so diese Belastung und was kann ich da schon rausnehmen? Weil der Körper ist ja ein Ganzes und wie du schon sagst, es ist nicht nur, was ich wirklich esse, es ist auch, was ich natürlich atme, was ich auf die Haut tue in irgendeiner Form und vor allem im Mund ja auch. Das geht ja so schnell, dass Stoffe über die Mundschleimhaut aufgenommen werden, ne? Oder ich habe dann auch angefangen, ja, mit Labeerde, Haut und Haar, selbstgemachte Zahnpasta. Also es ist möglich. Meine Kinder sind damit aufgewachsen. Für Ja. mich ist das ganz normal. Ne? Ich habe dann geschaut, ich glaube, mein Ältester hat die ersten 2 Jahre nur mit Holzspielzeug gespielt. Ich wollte ja nicht mal, dass er Plastik, aber das ist natürlich dann auch also fast unmöglich in diesem Umfeld. Ja, irgendwann kommt man um Plastikspielzeug nicht herum. Aber da Ja. habe ich schon beim ersten Kind auch, so, ich glaube, mein Ältester hat das erste Mal mit, ich glaube, mit 18, 19 Monaten das erste Mal Schokolade gegessen. Ne? Weil ich habe das auch so ferngehalten bei der Ernährung. Beim zweiten Kind ist man dann schon gar nicht mehr so streng, aber beim ersten habe ich wirklich das ganz anders gemacht, als das meine Eltern oder meine Mutter gemacht haben. Habe lange gestillt, obwohl es ja mittlerweile Ratgeber gibt, ja, am besten nicht zu lange stillen und dann abstillen und dass das Kind sie nicht tyrannisiert, dass sie auch mal wieder nachts durchschlafen können. Aber das ist ja eigentlich in meinen Augen die Natur. Das Genau, ist ja genau. meine Mutter. Also ich habe bestimmt wäre bei jedem Kind über 3 Jahre lang keine Nacht mehr durchgeschlafen, aber das war okay. Also als Mutter hat man die Kraft und es ist okay. Also als Mutter kann man das aushalten. Ne? Also wenn man es möchte. Also ich würde es jetzt keiner Mutter, keiner Frau aufdrücken, aber für mich war das einfach ganz natürlich. Also ich habe einfach so lange gestillt, bis ich selber gemerkt habe, es geht jetzt bei dem Kind das Interesse zu Ende, aber auch ich wollte mal zum Beispiel wieder fasten oder ich hatte dann eine Weisheitszahn-OP, wo ich dachte, okay. So, jetzt nach 3 Jahren reicht es jetzt wirklich. Und ich habe dann auch an den Reaktionen meiner Kinder gemerkt, das ist wirklich okay für sie. So. Oder auch Familienbett. Wie viele Kinder werden schon gleich nach der Geburt ins eigene Zimmer, ins eigene Bettchen gelegt? Meine Kinder haben die Ja. ersten Jahre hatten wir Familienbett, weil mit 10 hat das aufgehört. Oder als die Kinder dann von selber sich verabschiedet haben. Irgendwann kommt das Alter. Ich hatte ja auch
das in Videos thematisiert. Da ging es aber auch um Minimalismus beim Schlafen. Und dann kamen dann immer schon so Sprüche, deine Kinder werden ja total gestört, wenn die mit 10 Jahren noch im Familienbett schlafen. Aber das hat sich, also meine Kinder sind nicht gestört. Das hat sich ganz von selbst ergeben, dass dann mein Ältester irgendwann selber in einem eigenen Zimmer schlafen wollte, eine eigene Schlafmöglichkeit. Und das ist ganz natürlich passiert. Es ist ja auch so die Frage, was begreifen wir als gestört, ja, wenn wir auch mal in andere Kulturen schauen und wie die schlafen. Und eigentlich ist es ja gestört, wenn man das Kind separiert von den Eltern, weil ja, das bildet ja am Anfang erstmal eine Einheit. Natürlich wird das Kind immer selbstständiger, aber gerade am Anfang ist es ja auch wichtig, dass das Kind die Mutter hört, und auch kleine Atemaussetzer können da ausgeglichen werden, ne? Weil das Kind dann hört, aha, atmen, okay, wieder weiteratmen. Also so wird es ja erklärt. Und wenn man sich auch überlegt, dass ein Kind ein eigenes Zimmer hat, ein eigenes Bett, das ist ja ein Luxus. Das gab es ja die ganze Menschheitsgeschichte über nur einen ganz kleinen Zeitbruchteil der Zeit. Und wenn man in andere Kulturen schaut, da schlafen halt die Familie noch in einem Zimmer. Meistens in anderen Kulturen auch auf dem Boden so. Das ist ganz normal, ja. Ja, sagen wir mal vermeintlicher Luxus. Also, weil das Kind selber interessiert sich dafür ja wenig, ne? Das will eigentlich ja gar nicht alleine schlafen, ne? Deswegen gibt es ja... Ja, genau. Ich hatte auch mal ein Video gemacht, Bedürfnis, ich glaube, das ging auch um das bedürfnisorientierte Begleiten, um Familienbett, lange stillen und tragen. Ne? Auch dieses Tragen. Genau. Viele Kinder werden, obwohl wir ja auch Traglinge sind, also als Säuglinge sind Traglinge und Säuglinge, werden gleich ganz früh auch im Kinderwagen geschoben, weil es eben für viele auch praktisch ist. Ne? Aber dabei haben die so ein starkes Bedürfnis nach Nähe. Und ich hatte, meine beiden Kinder waren Traglinge und die haben nie geschrien, nie Schreikrämpfe gehabt. Die waren immer ganz entspannt im Tragetuch. Und also ich habe das immer sehr genossen. Ich war dann traurig, als die Kinder von vorn auf den Rücken gewandert sind und dann irgendwann ganz weg. Aber es ist dann einfach der Lauf der Zeit. Ne? Und es waren so viele Dinge, auf die ich einfach geachtet habe, um meine Kinder in einem gewissen gesunden Rahmen aufwachsen zu lassen. Und da gehört für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema dazu, was ja eigentlich auch der Fokus auf meinem Kanal ist. Und zwar die Ernährung. Also da hakt es wirklich. Also die Ernährung in unserer heutigen Gesellschaft, auch wenn man in Schulen, in Kitas reinschaut, das ist eine Katastrophe. Und ich kann gleich mal zu Anfang ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen von der Ulrike von Aufschneider, Deutschlands kranke Kinder. Das ist ein wirklich sehr, sehr umfangreiches Buch. Allerdings beschäftigt sich tatsächlich nur mit der Ernährung. Also die ganzen anderen Themen. Vielleicht mal am Rande. Ich habe das Buch auch noch nicht komplett durchgelesen, aber der Fokus liegt wirklich auf die Ernährung. Und steht auch was sehr Provokantes als Untertitel. Und zwar, wie auf Anweisung der Regierung Kitas und Schulen die Gesundheit unserer Kinder schädigen. Und die Frau kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Wir hatten einen 6-jährigen Sohn, der war zu damaligen Zeit 6 Jahre alt, hat man schon festgestellt, bei den bleibenden Backenzähnen war so eine bräunliche Verfärbung. Und das ging auch Richtung Kreidezähne. Also es gibt immer mehr die Tendenz, dass die Zähne von Kindern, auch von Kleinkindern zerbröseln. Und das hat auch oft was mit der Ernährung oder noch andere, ich denke mal, da sind verschiedene Faktoren, die wir jetzt auch alle genannt haben, spielen da mit rein. Das Buch kann ich wirklich empfehlen. Also sie geht da genau drauf ein und sie hat auch zum Beispiel sich mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kontakt gesetzt und die sehen natürlich keine Zusammenhänge. Julia, du hast im Vorgespräch so schön gesagt, Deutsche Gesellschaft für Vergiftung. Das hat mich doch sehr zum Schmunzeln angeregt. Könnte man fast meinen, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt. Also da gibt es zum Beispiel, es ist wirklich ein sehr detailliertes Buch, da geht zum Beispiel Nahrung und Gesundheit, dann unser Körperzusammenspiel von Nährstoffen und Organismus, dann eben die Mangelerscheinung. Sie fokussiert sich da ein bisschen auf diese Zahnschmelzerkrankungen. Dann geht es auch um Pflanzenschutzmittel, Antibiotika, Zucker, Phosphat, alles, was so in der Nahrung drin ist, was uns auch krank machen kann. Dann eben auch Essen, was unsere Kinder krank macht. Da gibt es richtig so, da zeigt sie mal auf, was gibt es in Schulen zu essen, was in Kindergärten. Sie beschreibt auch mal, wie sie früher, sie ist ja glaube ich 75 geboren, mit welchen natürlichen Nahrungsmitteln sie noch aufgewachsen ist, was die Kinder heutzutage in Schule und Kindergärten bekommen. Übrigens ist das auch in Krankenhäusern so. Und wirklich, der eigentlich krank ist und wieder gesunden will, die bekommen wirklich den größten Schrott. Wirklich. Also ich war lange. Das ist wirklich wahr. Ich habe mir das aber von Leuten berichten lassen, die ins Krankenhaus mussten. Also die sagen, das ist wirklich grottenschlecht. Also ich kann es bestätigen. Also wir waren bei der Geburt unserer Tochter im Krankenhaus und also wir haben das gar nicht, wir haben es nicht gegessen. Wir haben, also mein Mann hat immer frisch eingekauft und hat, also wir haben das dann halt so gemacht, weil das kannst du ja echt gar nicht. Nee. Also schon gar nicht, wenn du schwanger bist und dann stillst. Sonst geht es vielleicht mal, aber ich meine, gesund wird man nicht davon. Ne? Und ich meine, ich hatte Glück, meine Kinder waren im Waldkindergarten, die hatten
Bio-Anbieter. Es gab auch nur einmal die Woche Fleisch. Es war okay, sag ich mal. Aber das Essen so, muss dann auch zum Ende hin. Wir waren ja insgesamt 8 Jahre im Waldkindergarten. Also jeder Sohn 4 Jahre. Und ich meine, dass irgendjemand mal erzählt hat von den Eltern, dass das Essen dann zum Schluss nicht mehr so gut war oder von der Qualität. Aber ich war damit erstmal zufrieden. Meine Kinder waren auch bei Tagesvätern und die haben auch selber gekocht. Also pflanzlich auch oder bio. Da hatte ich immer Glück gehabt. Das war mir wirklich auch immer wichtig. So. Auch wenn ich jetzt, meine Kinder sind jetzt 16 und 12, ich kann die ja jetzt, die haben jetzt ihren eigenen Kopf. Und ich meine, gestern war zum Beispiel mein Ältester mit seinem Freund hier, die haben sich irgendwo eine Pizza gekauft und danach haben sie sich, hat mein Sohn sich einen Snickers gekauft. Also der ist jetzt 16, das muss man dann, irgendwann muss man dann irgendwann auch loslassen. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit bestimmen, was er zu essen hat. Ein Großteil, den er isst, ist wirklich, ist Bio-Nahrung, ist hochwertig und dann ist es okay, da kann das aushalten mal. Ne? Ich will ihn da auch Ja, ich anschauen. finde auch, es ist halt, wie du auch mit dem Plastikspielzeug gesagt hast, klar, einerseits ist, glaube ich, auch, was wir rüberbringen wollen, ne, ist, muss man wirklich aufpassen und schauen, wie man es generell handhabt. Aber wenn es natürlich auch mal kleine Ausnahmen gibt, wir wohnen ja auch und leben auch in dieser Welt und dann, ja, ist dieses ganz, also für mich ist es so, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ist so dieses ganz starre an irgendwelchen Vorschriften festhalten, das bewirkt ja erstens meistens das Gegenteil und zweitens ist es so viel mehr Stress, der ja sich dann auch wieder auf die Gesundheit auswirkt. Ja, wenn Kinder immer Nein hören und wenn immer alles nicht geht und vor allem, was ich auch manchmal erfahre, so aus meiner Zusammenarbeit mit manchen Eltern, ist, dass, ja, wenn die Kinder dann gar nichts dürfen, dann sind sie halt auch oft, ja, also das und die Eltern geben die Kinder aber zum Beispiel in die Kita, in die normale Schule, dann so, wenn diese zwei Welten aufeinanderprallen und man dann nicht auch im Umfeld ein bisschen dafür sorgt, dass es auch okay ist, sich in eine neue Richtung zu bewegen, das ist dann oft hat ein großes Konfliktpotenzial, ne? Also ich finde, entweder man macht es halt wirklich so, dass man halt auch schaut, wie ist mein Umfeld, was habe ich für Freunde, was bringen die immer mit und wie ist es im Kindergarten, wenn ihr im Waldkindergarten wart und da gab es Bio-Essen und da wurde auch generell ein bisschen drauf geachtet. Es gibt ja sogar auch schon Schulen, die darauf achten, zum Beispiel zuckerfrei bis zum Nachmittag etc. gibt es ja alles. Aber es ist auch ein bisschen gemein, wenn man die Kinder so in die normale Betreuung gibt und die werden dauernd damit konfrontiert. Das ist auch, denke ich, ein Problem, was wir im Moment haben. Ja, also irgendwie Gemeinschaften zu bilden, in denen das halt auch für die Kinder fröhlich möglich ist, einen neuen Weg zu gehen. So. Genau, ich wollte noch mal kurz auf das Buch noch mal darauf eingehen, dass sie auch zum Beispiel schreibt, dass was extrem zugenommen in den letzten Jahren bei den Kindern ist, Diabetes, Fettleibigkeit, dann eben diese Zahnprobleme. Was ich auch schon mal länger, vor längerer Zeit recherchiert habe, ADS, ADHS, auch neurologische Störungen, das ist bei Kindern hat extrem zugenommen, nach 2000. Ja? Und keiner sieht so richtig den Zusammenhang. Es gibt keine richtige große wissenschaftliche Studie, wo wirklich mal die Ernährung unter die Lupe genommen wird und wirklich mal geschaut wird, was das für einen Einfluss auf die Kinder hat. Und natürlich, es gibt schon so kleinere Studien, wo man aufzeigt, wenn Kinder zu viel Zucker essen, dann werden die so aufgedreht. Ne? Das fördert auch wieder gewisse Verhaltensweisen. Genau, das greift sie ein bisschen im Buch auf, auch dass zum Beispiel das Schulfach Gesundheit fehlt. Ne? Es gibt kein Schulfach Gesundheit, wo man wirklich aber wirklich über gesunde Ernährung spricht, nicht was da die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Ja? Und was ist dahinter? Schaut eben auch dahinter die Akteure im Markt. Die schaut auf die Agrarindustrie, Lebensmittelindustrie, Gesundheitswesen, die Investoren und die Finanzindustrie. Und ihr Fazit ist, es gibt da wirklich eine unbekannte Macht im Hintergrund, Kapitalmacht und kranke Menschen. Also das ist jetzt nicht so zufällig passiert. Da gibt es gewisse Strippenzieher dahinter. Ne? Und das ist nicht so, dass das jetzt alles zufällig passiert. Das ist wirklich sehr gut aufgearbeitet. Also wer sich da mal einen Blick verschaffen will, kann ich auf alle Fälle dieses Buch empfehlen. Deutschlands kranke Kinder werde ich auf alle Fälle unten verlinken. Und wenn ich das mal komplett durchgelesen habe, werde ich auch mal ein separates Video dazu machen. Das ist es wirklich wert, weil sie da wirklich sehr, sehr tiefgründig gearbeitet hat, sehr gut recherchiert hat. Also finde ich wirklich gut. Und ja, die Ernährung, das hat mich ja schon früher interessiert. Bin ja Vegetarierin geworden, Veganerin, Rohköstlerin, hatte schon immer auch selber gemerkt, dass man mit der gewissen Ernährungsweise und Entgiftung schon seine eigene Gesundheit steuern kann oder sie stabil halten kann.
Und deswegen war es mir dann auch für meine Kinder wichtig, da einen gewissen Grundstein zu setzen. Ne? Ich meine, ich habe das ja auch immer wieder in meinen Videos berichtet, dass mein Jüngster eher so ein mäglicher Esser, der ist jetzt nicht so unbedingt 100% so gesund, wie ich mir das wünschen würde, aber er nimmt auch viel mit und ich versuche trotzdem ihm das Beste, was möglich ist, anzubieten und da kommen wir auch ganz gut durch damit. Ne? Also es funktioniert eigentlich ganz gut, dass ich auch viel selber zubereite, eben das, was er sich wünscht, also viel selber zubereiten, viel frisch, viel bio, da kann man schon einen gewissen Grundstein setzen. Ja, also mit der Ernährung ist es ja auch so, dass es ja nicht nur die schlechten Sachen sind, die man weglassen muss, sondern dass ja auch die Nahrungsmittel, die wir haben, ja total wenig Nährstoffe haben und dass ja auch diese Ergänzungsempfehlungen ja lächerlich sind eigentlich, ne? Also von Vitamin D, Vitamin C, alles, was uns gut tun würde, ne? Und da halt auch ein bisschen drauf zu achten. Ich weiß, dass du da schon so total dabei bist, das für die Kinder auch so abzudecken. Aber wer jetzt erstmal anfängt, der kann natürlich auch erstmal sich ein bisschen mit Supplementen befassen. Ja. Genau. Ja, und ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ja sehr gut passt, auch zu gesunden Kindern in einer ungesunden Zeit, passt gerade sehr gut in diese sogenannte C-Thematik. Wir wollen das jetzt mal nicht aussprechen. Wir wollen ja so gewisse Triggerwörter nicht aussprechen. Das ist natürlich für Eltern, die sowieso schon vorher sich das alles angeschaut haben, was auf unsere Kinder einwirkt, die auch das Bildungssystem oder die Betreuungszeiten hinterfragt. Und du hast es ja schon angesprochen, das ist ja eine Katastrophe, was gerade auch in diesen Bildungseinrichtungen gerade mit den Kindern passiert. Sei es gewisse Testungen, freies Atmen wird verwehrt und auch immer so suggeriert, Testen ist wichtig, weil ihr könnt ja eine Gefahr sein, ihr könnt dieses gefährliche Ding in euch tragen. Und das finde ich katastrophal, was da den Kindern und Jugendlichen angetan wird, den Seelen, diesen unschuldigen Seelen, gerade den kleinen, gut, in den Grundschulen ist es meines Wissens nach, zumindest hier bei uns, nicht so schlimm, jetzt was mit Testen oder Maske, glaube ich nicht, aber ab der 5. Klasse. Und das ist natürlich schon sehr bedenklich. Dass man manchmal auch sagt, dass manche Kinder sich sogar selber von selbst Mund und Nase bedecken, wenn sie draußen rumlaufen oder von selbst. Also was wären das mal für Erwachsene? Was ist das für eine Zukunft? Was wird das für eine Zukunft, wenn diese Kinder mal erwachsen sind? Was man da jetzt für einen Grundstein legt, das halte ich wirklich für sehr bedenklich. Und da gibt es schon auch einige Psychotherapeuten, die sich da schon zu Wort gemeldet haben. Auch Ärzte, die ganze Situation sowieso kritisch hinterfragen. Da gibt es schon einige gute Beiträge. Ich glaube, auf meinem Telegram-Kanal hatte ich da auch mal ein, zwei Videos schon in den letzten Monaten veröffentlicht, wo das auch nochmal so erörtert wird. Was macht das mit den Kindern? Es gibt jetzt zwar nicht in der Masse, dass man sagen kann, ja, an den Schulen werden jetzt massenweise die Kinder rausgenommen, die Eltern schaffen Alternativen. Es ist leider nur vereinzelt. Aber deutschlandweit oder im Dachraum gibt es schon mittlerweile Vernetzungen. Es entstehen alternative Lerngruppen, dass die Eltern sich Alternativen schaffen, dass sie sich gegenseitig unterstützen und sagen, dass es so gewisse Eltern gibt, die das möglich machen können, muss man auch sagen. Manche sitzen ja auch so in dieser Spirale fest, die können das gar nicht, die können ihre Kinder gar nicht rausnehmen. Ich will das jetzt auch gar nicht so auf alle, das allen so aufdrücken oder das zu verallgemeinern, aber ich wollte nur Mut machen und sagen, es gibt die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auch wenn man, höre ich jetzt zum Beispiel aus dem Erzgebirgskreis, wo ich auch herstamme aus der Nähe, dass da jetzt in einem 2000-Seelendorf gehen 20 Kinder nicht mehr zur Schule und werden betreut von den Eltern, die wechseln sich ab, weil ja auch da viele berufstätig sind. Aber es ist möglich, die haben sich das so eingerichtet. Und es besteht die Möglichkeit, die Kinder ein Stück weit zu schützen. Erstmal egal, was dafür Druck gemacht wird, von wegen Schulpflicht und Bußgeld. Aber das Wichtigste ist, die Kinder zu schützen. Gerade wenn man das selber so fühlt. Es gibt ja auch Eltern, die fühlen das nicht. Oder es gibt Kinder, die fühlen das auch gerade nicht, dass das gerade so genau. Es gibt auch genügend Kinder, die darunter leiden. Und Eltern, die nicht wissen, was sie machen sollen und sich dem erstmal fügen, weil sie nicht wissen, weil sie nicht davon wissen, dass man sich auch dagegen wehren kann. Ja, also für mich hat diese ganze Krise halt, also wenn ich es jetzt mal positiv irgendwie umdrehe, auch eigentlich diesen Effekt, dass Eltern jetzt endlich anfangen, sich darüber bewusst zu werden, wie wenig sie eigentlich zu sagen haben. Ja, und also wenn man jetzt, du hast ja gesagt, es lastet ein großer Druck auf den Eltern und es ist eben auch wirklich so, dass jetzt, wenn du auch sagst, es sind weniger, aber so in der Masse ist es natürlich ganz schön viel. Ihr sucht natürlich sicherlich an euren Schulen, wo eure Kinder sind,
Bestimmt ganz schön, naja, es ist schwierig, Gleichgesinnte zu finden an einer Schule. Aber wie Silke gesagt hat, das Vernetzen findet absolut statt. Und ja, einfach dieses zu hinterfragen, warum haben wir überhaupt die Schulpflicht? Wie lange gibt es diese Schulpflicht schon? Warum kann sich mein Kind als freier Mensch nicht frei auch den Ort seiner Bildung aussuchen? Alle diese Fragen kommen jetzt auf den Tisch und das finde ich super persönlich. Und ja, schaut einfach, dass ihr individuelle Lösungen findet und hört auf euer Herz, auf euer Kind. Und oft fühlen wir uns ja auch sehr an unsere Region gebunden, weil dort unsere Eltern sind und weil wir Verantwortlichkeiten haben und so weiter und so fort. Aber auch dafür empfinde ich diese Zeit als positiv, in Anführungsstrichen, dass wir nochmal neu aufrollen können, was ist jetzt wirklich am bedeutsamsten, ja? Und was du schon so herausgestellt hast, dieses, was macht das mit den Kindern, ja? Und das sind ja jetzt keine Verschwörungstheoretiker oder sonst was, die das auch anmahnen und die auch wirklich da mal einhaken und nachfragen, was geschieht mit diesen Kindern, was geschieht mit der Psyche. Natürlich wird es für viele Kinder keinen großen Effekt haben, aber es wird auch für eine immer wachsende Zahl doch irgendwie ein Stück Lebensfreude den Kindern genommen und auch dieser Selbstausdruck wird ja total gedeckelt. Ja, dieses. Also die kriegen ja so viel und deswegen ist auch die Frage, wofür sind Schulen eigentlich da? Die kriegen so viel zu hören. Du gefährdest deine Großeltern. Du musst dich, wie du schon gesagt hast, du musst das machen, damit wir wissen, dass du keine Gefahr bist und, und. Und wenn man das alles hört als kleines Kind und dann irgendwie probiert oder hat irgendwas im Gesicht und es stört einen, traut man sich dann noch, das zu sagen? Dann sagen viele, viele Lehrer, mit denen ich auch in Kontakt war, ja, das stört die überhaupt nicht, die machen das gerne. Ja, also Kinder wollen auch eine Zahnspange, wenn die beste Freundin eine Zahnspange hat, ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt, da sollte man doch tiefer schauen und wirklich auch mit dem Kind in Kontakt bleiben und in Kommunikation bleiben. Wie geht es dir damit? Und man wird wahrscheinlich dahin finden und dahin kommen, dass es den Kindern insgesamt damit nicht gut geht, ja. Und es ist ja auch nicht schön. Also ich meine, ich weiß nicht, wer sich hier da irgendwas schönreden will, aber also mir gefällt das nicht und meinem Mann gefällt das nicht. Und ich finde, für die Kinder müsste generell eine andere Lösung gefunden werden. So geht es auf jeden Fall nicht. Also ist meine Meinung, ja. Ja, da hoffen wir einfach, dass sich das ja in den nächsten Wochen wandeln wird, dass auch vielleicht mehr Eltern aufstehen. Es gibt ja auch schon die Möglichkeit, ich glaube, es gibt eine Webseite, Eltern stehen auf. Ich glaube, da gibt es auch dann regionale Möglichkeiten zu vernetzen. Also habe ich auch genutzt, bin da jetzt auch in einer Gruppe drin, wo man sich dann auch nochmal noch regionaler vernetzen kann. Und ich denke, wenn da jemand Hilfe sucht oder Austausch, Vernetzung, ist es da erstmal ganz hilfreich, in seiner Region zu suchen und sich dann gegebenenfalls zu vernetzen. Und hoffen wir einfach mal, dass wir dieses C-Thema mal bald abhaken können oder dass zumindest mal aufgedeckt wird, was wirklich dahinter steckt. Ja. Ja. Was Gutes hat es, durch diese C-Thematik sind auf einmal viele Menschen, die vielleicht vorher ganz normal im System mitgeschwommen sind, auf einmal, Moment mal, hier stimmt aber irgendwas nicht. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Man sagt, das, was wir das draußen sehen, dieses C-Thema, das ist nur ein Symptom. Ihr müsst viel tiefer gucken. Das ist nur ein Symptom. Ja. Es ist schon lange so gewesen und wenn ihr eure Kinder mal in Urlaub hättet mitnehmen wollen und die sind in der Schule, das geht ja nicht. Oder wenn man mal sagt, meinem Kind geht es nicht gut, ich lasse das mal 4 Wochen zu Hause, dass es mal wieder zu sich kommt und dann schicke ich sie wieder in die Schule. Ging auch vorher schon nicht, ja. Also das ist das, was wir uns jetzt bewusst machen können, dass eigentlich wir schon immer sehr, ja, sehr kontrolliert, sehr begrenzt waren in unserem menschlichen Sein, in unserem Selbstausdruck, in unserer, ja, in unseren Wünschen und Bedürfnissen. Oder ja, manche Lehrer verbieten ja auch den Kindern auf die Toilette zu gehen, wenn nur noch 5 Minuten Stunde ist, ja. Manche vielleicht sogar, wenn nur noch 10 Minuten Stunde sind, ja. Und das einfach, das kommt jetzt nach oben und das ist auch gut so. Ja. Ich danke dir, liebe Julia, für dieses Gespräch. Ja, gerne. Vielen Dank auch an dich. Und ich hoffe, auch die Zuschauer konnten sich einiges mitnehmen. Also wir sind natürlich sehr interessiert an Gedanken, Meinungen, Austausch. Gerne bitte alles unter
also in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns über regen Austausch. Es wird auf alle Fälle noch mehr Videos mit Julia geben. Wir hatten uns jetzt gerade noch mal ein bisschen ausgetauscht, vielleicht nochmal, wie wir unsere Kinder stärken, dass wir noch mal so ein paar Tipps an die Hand geben. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen. Wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, dann einfach mit in die Kommentare schreiben. Da werde ich das mit Julia mal durchgehen und dann können wir dann in den nächsten Monaten noch weitere gemeinsame Videos hochladen. Darauf freue ich mich sehr, liebe Julia. Ja, ihr lieben Zuschauer, auch liebe Julia, vielen Dank dir fürs Dabeisein und an die Zuschauer vielen Dank fürs Anschauen, für die Zeit nehmen und alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald. Ja, vielen Dank auch an dich. Tschüss.